Hallo und willkommen zurück zu Lacuna. Wir starten im Menü. Wir werden aber weiterspielen. Ich weiß noch nicht, wo das Spiel jetzt startet. Und ich möchte natürlich nicht, dass ihr auch nur eine Kleinigkeit verpasst. Deswegen nehme ich euch direkt vom Menü aus mit. Und wir sind wieder in der Nacht, in der es geschah. Ja, das hatten wir ja schon. So, dass der erschossen wurde und so. Das haben wir letzte Folge schon. Hatte ich das ja schon mit den tollen Synchronstimmen, die ich wahrscheinlich nicht nochmal hinkriege. Also, die ich versuchen werde, aber nicht nochmal hinkriege, haben wir ja schon vorgelesen. So, beeil dich, ja. So, steige in den Zug. Fuck, fuck, fuck. So, das hatten wir auch schon. Wie konnte das passieren? So, ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten. Weil der hatte nochmal alles hier erzählt, wie er in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge schon erzählt hatte. Und das ist ja natürlich, ne, das müssen wir ja nicht nochmal durchgehen. So, dann können wir nochmal hier gucken. Wir haben noch nicht diese Vision, leider. Ich habe die immer noch nicht, die Vision. So, wir können aber mal hier reingucken. News ist nichts Neues. E-Mails haben wir auch nichts Neues. Logs, Akten, wahrscheinlich alles nichts Neues. Nee. So, dann werden wir mal unser. Also, er, mit ihm können wir nicht mehr interagieren. Na gut, dann werden wir zum Zug gehen, wa? Dann werden wir zum Zug gehen. Leider haben wir unsere Dingsansicht nicht. Unsere Ermittleransicht nicht gerade. Schade. Oh, und wir sehen, wie viel Zeit wir auf den verschiedenen Planeten verbracht haben. Das finde ich cool. 22 Minuten auf Drovia und 26 Minuten auf New Joran. So, unser Puls liegt bei 90. Auch nett. 494 Schritte. Ah, das ist halt cool. Das ist cool. Insgesamt geraucht eine. Wir haben noch 5. Ja. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich finde das Spiel aber jetzt schon ziemlich nice. Überhaupt die Lichteffekte, alles. Richtig geil. Auch hier diese Animation mit dem Fahrstuhl. Da hätte er jetzt irgendwie noch was sagen können. Ich finde, hier hätte er es eigentlich sagen können direkt. Was er da gesagt hatte. Vielleicht war das auch sogar der Plan, dass er das hier weiter sagt, während wir runterfahren. Dann wäre die Fahrt jetzt nicht so leer gewesen. So, aber wir gucken mal weiter. Wir müssen jetzt zum Zug und dann nach Conrad. So, links raus können wir jetzt nicht. Zigaretten werde ich jetzt nicht. Ja, komm, wir holen uns Zigaretten, scheiß drauf. Ist egal, wir holen uns Kippen und dann werden wir manchmal diesen Ausblick genießen. Und machen wir einfach. Er ist jetzt Raucher. So, da ist zu, okay. Hier können wir nicht rein. Nee. Oh, wir haben eine neue News. Ah, Geschichte to go. Artikel, hier, Geschichte to go, Rundschau, Artikel von Charles Fly. Im Verlauf der letzten Jahre haben immer mehr Drovianer eine stärkere Repräsentation der Savianten in der Kolonialregierung gefordert. Aber warum leben eigentlich so viele Savianten im Sektor 1? Finden Sie es heraus in der heutigen Ausgabe von Geschichte to go. 1978, ein Jahr nachdem Gara mit dem Bau des Sektor 1 begonnen hatte, errichtete eine Gruppe Savianten aus New Joran eine eigene Glaskuppel in einem nahegelegenen Tal. Der sogenannte Sektor 2 sollte den Savianten, die auf New Joran immer wieder Opfer von Marginalisierung und Unterdrückung geworden waren, ein neues Zuhause bieten. Der Abbau und Export des damals bereits an Wichtigkeit gewinnenden Tylaniums sollte die wirtschaftliche Grundlage für den Aufbau der Kolonie bilden. 1800, nur wenige Wochen nachdem sich die ersten Auswanderer in der neu errichteten Kolonie angesiedelt hatten, kam es zu einer Reihe unterirdischer Explosionen, die große Teile der Tunnel zerstörten und Tausende von Todesopfern forderten. Das Sektor 2-Unglück stellt bis heute die größte Katastrophe in der Geschichte der Weltraumkolonialisierung dar. Unabhängige Ermittlungen zeigten, dass die Explosionen durch schwere bauliche Mängel verursacht worden waren. Kritische Stimmen machten die antiwissenschaftliche Haltung des saviantischen Glaubens für diese architektonische Nachlässigkeit verantwortlich. Der Interplanetare Gerichtshof erließ daraufhin ein unbegrenzt gültiges Verbot saviantischer Kolonialisierungsprojekte auf Drovia und im Weltall.
Gara erteilte das Gericht in einem umstrittenen Urteil für 50 Jahre die exklusiven Besiedlungsrechte für Drovia. Unmittelbar nach dem Unglück in Sektor 2 leistete die nahegelegene garianische Kolonie Sektor 1 humanitäre Hilfe. Die Überlebenden wurden evakuiert und die Verletzten medizinisch versorgt. Die garianische Regierung bot allen Opfern der Katastrophe an, permanent in den Sektor 1 zu übersiedeln. Viele Savianten zogen diese Option einer Rückkehr nach New Joran vor. Die saviantische Bevölkerung im Sektor 1 ist seither immer mehr gewachsen und vor einigen Jahren zur Mehrheit geworden. Okay. Ich bin schon gespannt, was es genau mit den Savianten jetzt im Allgemeinen auf sich hat. Ich finde die Lichteffekte so geil. Aber im Allgemeinen auf sich hat. Oh, das ist so gut gemacht. Guck das. Oh. Ich meine, es ist ein einfacher Shader vermutlich. Aber, Alter, ist das geil. Auch hier die Spiegelung. Guck mal. Oh, Mann. Ey, das ist eine verdammt gute Grafik. Hier müssen wir zum Bus. Ich will aber erstmal gucken, was wir hier noch so finden können. Und hier finden wir nichts mehr. Nur eine abgesperrte Straße. So, dann wollen wir mal schnell zum Bus. Ich weiß auch nicht, ob wir Zeit verlieren können. Boah, ist das laut, ey. Können wir hier noch irgendwas mit irgendwas interagieren? Nee. Okay, hier können wir nicht raus. Das funktioniert hier auch nicht. Huh. Ach, okay, da ist die Bustür auf. So, für welche Tür entscheiden wir uns? Ich nehme die hier. Ich weiß nicht warum. Ich habe die jetzt einfach genommen. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied spielt. Das sieht so schön aus. Oh, das ist so liebevoll gestaltet. Also, sorry, aber das ist, ich schwärme gerade von der Grafik, ey. Sowas mit Pixelart hinzubekommen ist, ist schon krass. So. Haben uns im Bus, im Zug anscheinend ein bisschen bewegt. Gehe zur Villa. Das machen wir sofort. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken. Da rechts rum ist gar nichts mehr. Gut. Dann gehen wir zur Villa. Machen wir uns auf den Weg dorthin. Und gucken mal, was da so Sache ist. Oh, da ist schon Conrad. Da bist du ja endlich. Conrad. Da bist du ja endlich, Conrad. Hat lange genug gedauert. Ach, wir sind Conrad. Ich bin doof. Er ist ja Gary. Es tut mir leid. So, nochmal. Da bist du ja endlich, Conrad. Hat lange gedauert. Hallo Gary. Bring mich auf den neuesten Stand. Benny wurde von einem Scharfschützen erschossen, während er auf seinem Balkon war. Seine Sekretärin stand neben ihm, als er getroffen wurde. Sauberer Kopfschuss. Er war auf der Stelle tot. Bennys Team steht unter Schock, aber es wurde sonst niemand verletzt. Irgendwelche neuen Entwicklungen seit dem Attentat? Nein, Benny war wohl das einzige Zielschützen. Ich habe Bennys Mitarbeiter schon gefragt, ob ihnen heute irgendwas Verdächtiges aufgefallen ist. Seiner Sekretärin und dem Priester nicht. Und die Bodyguards wollen nicht mit mir reden. Warum das denn? Sind radikale drovianische Nationalisten, Verschwörungstheoretiker. Was hast du erwartet? Sie stehen unter Schock. Ja, wir gehen mal die seichte Schiene. Lass ihnen etwas Zeit. Wahrscheinlich stehen sie unter Schock. Das sind Profis. Sie müssen mit solchen Situationen klarkommen. Wenn sie sich weiterhin weigern, mit uns zu kooperieren, nehme ich sie fest wegen Behinderung unserer Ermittlungen. Wir sind hier auf Gara, nicht auf irgendeinem gesetzlosen Felsen. Warte mal. Hast du vorhin Priester gesagt? Ja, er gehört zu Bennys Team. Sein geistlicher Berater, offenbar ein bekanntes Mitglied der Saviantischen Front. Nerviger Typ. Er will dauernd zu Bennys Leiche. Was will er denn mit der Leiche? Was weiß ich denn? Irgendein komisches Ritual durchführen. Wie auch immer, wir versuchen gerade herauszufinden, woher der Schuss kam. Vermutlich von einem der gegenüberliegenden Hochhäuser, aber wir wissen nichts. Wir wissen nicht von welchem. Das Casino können wir mit großer Sicherheit ausschließen. Dort ist heute Nacht ein großes Event mit einem riesigen Security-Aufgebot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schütze es geschafft hat, dort eine Schusswaffe reinzuschmuggeln. Wir müssen den Täter so schnell wie möglich finden. Geh hoch und hilf Jung. Alles klar. Dir ist klar, was für eine große Scheiße das ist, oder? Ich kann nicht fassen, dass er erschossen wurde. Was haben wir denn übersehen? Wir haben alles kontrolliert, haben alle extremistischen Gruppierungen im Auge behalten. Niemand, absolut niemand hatte es auf Benny abgesehen. Wie zur Hölle konnte das passieren? Das finden wir hoffentlich bald heraus. Ernsthaft, Conrad, wir sollten besser schnelle Ergebnisse liefern. Sonst sind wir die Ersten, die gefeuert werden. Ja, und dann ist da noch dieser interplanetare Krieg, der ausbrechen könnte. Wie auch immer, geh jetzt hoch und finde raus, woher der Schuss kam. Gib mir Bescheid, wenn du Ergebnisse hast. Ich muss noch ein paar Anrufe erledigen. Roger. So, er ist auf jeden Fall sehr busy. Geh hoch zur Villa und rede mit Jung. Ich hoffe, der heißt Jung Joing.
Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich nenne es jetzt mal Jung. Jung? Joing? Jung. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Jung. Weil den Namen kenne ich. Oh, was haben wir denn hier? Wie konnte das passieren? Erstmal hinsetzen. Ah, jetzt können wir hier auch unsere Bubble aufrufen, unseren Ermittlungsmodus. Nett. Also auch nett, dass das so eine Bubble ist. So können wir hier irgendwo... Selbst die können wir nicht angucken. Okay. Na gut, sprechen wir doch mal mit denen gleich. Erst mit ihm. Unfassbar. Lassen Sie uns in Ruhe. Okay, das sind anscheinend die Bodyguards. Hier könnten wir hoch. Ach, hier können wir runter, okay. Wir gehen nochmal zur anderen Seite, vielleicht finden wir noch irgendwas. Oh, hier sind die Raumschiffe. Ein Polizeiraum, das sieht auch... Boah, das sieht... Also, die Effekte, die sehen so hammer aus. Ich liebe es. Und Pixel Art ist einfach... Also, es ist natürlich krass gemacht, aber so die Bewegung und so, das ist so einfach gestaltet oft, ne? Obwohl das sogar aussieht, als wäre es durch Shader gemacht. Aber es ist wunderschön. Also wirklich. Ach, hier können wir wieder runter. Das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen natürlich nach oben. So, das sieht aus, als wäre das der Raum. Conrad, hier drüben. Schön, dich zu sehen. Noch schöner wäre es, wenn es nicht mitten in der Nacht wäre und keine Leiche auf dem Balkon läge. Klingt für mich wie ein ganz normaler Montag. Heute ist aber Freitag. Ernsthaft, ich bin froh, dass du da bist. Gary hat sich aufgeführt wie... Naja, wie Gary halt. Ich baue gerade ein mobiles Labor auf und könnte deine Hilfe gebrauchen. Unsere oberste Priorität ist, herauszufinden, woher der Schuss kam. Der Chief hat schon eine Akte vorbereitet, ich schicke sie dir. Wenn du Ergebnisse hast, kannst du sie einreichen. Schau dich um und rede mit Bennys Leuten, vielleicht findest du was raus. Verstanden. Oh, eine Sache noch. Uns fehlt ein wichtiges Beweisstück. Wir wissen nicht, wo die Kugel ist, die Benny getötet hat. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Alles klar. So, wir sind einfach der Verrauchte. Wir haben eine Zigarette geraucht. Direkt haben wir eine tiefere Stimme bekommen. Drücke L, um den Outline-Modus ein- oder auszuschalten. Mit Gegenständen mit gelben Outlines kannst du interagieren. Personen mit orangefarbenen Outlines haben dir etwas zu sagen. Gegenstände mit blauen Outlines bringen dir neue Informationen, wenn du sie untersuchst. Die graue Outlines bedeuten, dass diese Person oder dieser Gegenstand aktuell keine neuen Informationen für dich haben. Im Verlauf des Levels können Personen oder Gegenstände, mit denen du bereits interagiert hast, wieder neue Informationen liefern. Oh. Oh, guck mal hinten. Das wird auch alles blau. Nice. So, sie hat jetzt gerade nichts zu sagen. Wir gehen mal hier hin. So, hier können wir nichts sehen. Ach, das ist ihr mobiles Labor. Gut, never mind. Ich dachte, was steht da unten? Und raucht so komisch, aber es ist nur ihr mobiles Labor. Den können wir angucken. Gucken wir mal. Die Kugel muss durch die Wand in diesen Schrank gefeuert sein. Der Schrank ist abgesperrt. So, erstmal die Outlines wieder. Das ist grau jetzt umrandet. Okay, wir gehen mal raus. Wir gucken uns das mal an. Hotel Sakura sieht selbst aus der Entfernung ziemlich schick aus. Vielleicht 150 Meter entfernt. Rocket Tower, der Sitz von einem Multimedia-Konglomerat. Ungefähr 300 Meter entfernt. Da könnte alles in Frage kommen, ne? Ein Casino, wahrscheinlich ziemlich laut dort. Ungefähr 200 Meter entfernt. Bennys Leiche? Außenminister Benny, getötet von einem sauberen Kopfschuss. Ein Hotel von der Gettle-Kette. Die gibt es überall in der Stadt, 180 Meter von hier. Ich muss sagen, das kommt mir jetzt gerade ziemlich... So, das hat jetzt auch graue Outlines. Kommt mir ziemlich verdächtig vor, dieses Hotel. So, er hat uns nichts zu sagen. Ach, da guckt einer aus dem Fenster. Ah, nee, er hat uns was zu sagen. Warte, was? Lass dich von diesem Typ nicht einlullen, Conrad. Hat er jetzt einfach die Stimme? Was haben wir hier? Nein, ich will gucken, was da ist. Ach, warte mal, Moment. Zwei hölzerne Kugeln namens Babas. Savianten benutzen sie, wenn sie gemeinsam beten. Okay. Interessant. Reden wir mal, das müsste der Priester dann sein, denke ich mal. Er kniet gerade, okay. Entschuldigen Sie, gehören Sie zum CDI?
Ja, Neil Conrad. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Priester Arian. Ich war Herr Bennys geistlicher Berater. Bitte darf ich Herrn Benny seinen Schmuck abnehmen? Das ist ein wichtiger Teil des saviantischen Abschiedsrituals. Wir müssen die Verstorbenen von ihrem weltlichen Besitz befreien, damit sie sicher in die Totenwelt reisen können. Es muss geschehen, bevor die Seele den Körper vollständig verlassen hat. Deshalb habe ich nicht mehr viel Zeit. Ich werde den Schmuck gleich an das CDI übergeben. Mir bedeutet er nichts. Verstehe. Leider dürfen wir sie die Leiche nicht berühren. Sie ist ein wichtiges Beweisstück. Glauben Sie an irgendwas, Herr Conrad? Ich bin nicht religiös. Das tut nichts zur Sache. Ich bin Nihilist. Ich weiß nicht, was das ist. Wir sind Nihilist. Nein, wir sind Nihilist. Ich bin Nihilist, wenn das Ihre Frage ist. Und trotzdem arbeiten Sie für das CDI und verteidigen die Interessen des garianischen Staats? Ich weiß nicht mal, was Nihilisten sind, verdammt. Herr Arian, ich bin nicht hier, um mit Ihnen über philosophische Fragen zu diskutieren. Bitte, ich passe auch auf, dass ich außer seinem Schmuck nichts berühre. Der garianische Staat rühmt sich selbst für seine Toleranz. Das ist Ihre Chance, mir zu beweisen, dass das nicht nur leere Worte sind. Tut mir leid, aber wir können kein Risiko eingehen. Also sind es doch leere Worte. Ich bete für die korrumpierte garianische Seele. Okay, es tut mir leid. Toleranz scheint auf Gara ein leeres Wort zu sein. Ich habe ein Auge auf ihn. Okay. Gut. Moment. Ich muss natürlich den Outline-Modus hier aktivieren. Haben wir irgendwas? Die haben beide was zu sagen noch. Der eine ist sogar rot, also orange umrandet. Der kann uns also helfen. Hier haben wir ein Sofa. Das ist einfach nur dafür, dass wir chillen können. Oh, die hat uns auch was zu sagen. Guten Abend. Das ist eine Sie, oder? Die hat doch einen Zopf hinten, ne? Ich meine, auch Männer können Zöpfe haben. So, ne, das ist eine Sie. Ich sehe es gerade. Lauren. Ist alles okay bei Ihnen? Wir hatten uns gerade noch über unsere Pläne fürs Frühstück unterhalten und dann... Brauchen Sie Hilfe? Standen Sie Benny nahe? Ja, ich arbeite schon sehr lange für ihn. Es tut mir sehr leid. Ist Ihnen irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Ja, wir wollen natürlich rausfinden, was passiert ist. Ist Ihnen irgendwas Verdächtiges aufgefallen, seit Sie auf Gara angekommen sind? Nein, Joseph stand in letzter Zeit etwas unter Strom, aber das ist wohl nachvollziehbar. Sind wir hier in Sicherheit? Was, wenn der Mörder zurückkommt? Der Täter hatte es klar auf Benny abgesehen und ist vermutlich längst auf der Flucht. Sie sind nicht in Gefahr. Und jetzt kommt der Schuss durch die Wand. Das wär's. Einen Moment lang dachte ich, er sei ausgerutscht, aber dann sah ich... Erinnern Sie sich, in welche Richtung er gefallen ist? Ich stand rechts von ihm und er ist von mir weggefallen. Das heißt, der Schuss kam von einem der Gebäude auf der rechten Seite? Ich denke schon. Ich stand einfach nur da und starrte ihn an. Dann kam Smith und zog mich ins Haus. Danke. Wer hat den Schlüssel für den Schrank? Das ist alles. Wer hat den Schlüssel für den Schrank? Noch eine Sache. Wissen Sie, wer den Schlüssel für den Schrank in der ersten Etage hat? Ich nicht. Vielleicht die Bodyguards. Das ist alles. Professionelle Unterstützung ist unterwegs. Wie konnte das passieren? Die ist aufgelöst. Ich kann es verstehen. So, dann reden wir erstmal mit ihr nochmal. Lassen Sie uns in Ruhe. Okay, wir können aber mit ihm reden. Hallo, Neil Conrad, CDI. Gehören Sie zu Herr Bennys Team? Wir haben schon mit Ihren Kollegen geredet. Ich weiß, aber ich bräuchte Ihre Hilfe. Wissen Sie, wo ich den Schlüssel für den Schrank in der ersten Etage finde? Was wollen Sie denn mit dem Schrank? Ich denke, dass dort ein wichtiges Beweisstück drin sein könnte. Ich würde es vorziehen, wenn Sie alles genauso lassen, wie es ist, bis die drovianischen Behörden vor Ort sind. Drovianische Behörden? Das ist alles, das alles hier sollte von unseren eigenen Leuten geregelt werden. Bis das der Fall ist, hat der Täter längst den Planeten verlassen. Wir teilen ohnehin alle Ergebnisse unserer Ermittlungen mit Rovia. So viel kann ich Ihnen versprechen. Wirklich? So wie Sie versprochen haben, für Bennys Sicherheit zu sorgen? Oh, sorry, ich habe schon die Raucherstimme von Neil übernommen hier. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind. Wir werden zu gegebener Zeit für alles, was passiert ist, gerade stehen. Alter, ich stotter bei ihm schon hier bei den Sätzen. Ist das alles? Ist das so? Und was wird die Strafe sein? Eine Beförderung?
Lass gut sein, Eddie. Bringt doch nichts zu streiten. Praktisch für Gera, dass einer der Anführer von Drovias Unabhängigkeitsbewegung aus dem Weg geräumt ist, oder? Kooperation oder Konsequenzen? Bitte beruhigen Sie sich. Wir wollen mal hier wieder seichten Weg gehen. Bitte beruhigen Sie sich. Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, aber der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Wenn er einen weiteren Angriff plant, müssen wir das so schnell wie möglich rausfinden. Sollte leicht rauszufinden sein. Wer ist eurer Regierung denn noch ein Dorn im Auge? Bitte seien Sie vernünftig. Das Reich, kooperieren Sie jetzt. Bitte seien Sie vernünftig. Ich bin nicht Ihr Feind. Doch. Hören Sie, der Mörder ist vielleicht schon unterwegs zu seinem nächsten drovianischen Ziel. Und Sie können aktuell nichts dagegen tun, aber das CDI schon. Ihre Entscheidung, ob Sie Ihre persönlichen Ressentiments über die Sicherheit Ihrer Landsleute stellen. Gib ihm halt den Schlüssel, ist doch eh nichts Besonderes in diesem Schrank. Okay, hier ist der Schlüssel. Vielen Dank. Also, mit der Stimme zu reden. Ich muss eine andere Stimme für unseren Neil finden. Weil sonst spucke ich irgendwann noch Blut und Galle, ey. So, gehen wir in den Schrank gucken und holen die Geschosse raus. Oh, das sieht gut aus. So, wir haben die Geschosse. Können wir hier irgendwas interagieren? Nee. Wir haben einfach nur reingeguckt. Junge, schau mal. Die Kugel war im Schrank hier. Schrank, hier ist sie. Gute Arbeit. Warte, lass mich mal sehen. Diese Art von Projektil fliegt nicht sehr weit. Wahrscheinlich hat der Täter eine eher kleine Waffe benutzt, um das Schussgeräusch besser verstecken zu können. Der Schuss wurde aus maximal 200 Metern Entfernung abgefeuert, allerhöchstens 250. Gut zu wissen, danke. Übrigens, ich habe vorhin was vergessen. Hier, jetzt solltest du die Akte hochladen können, die ich dir geschickt habe. Ich weiß nicht, ob du schon genügend Beweismaterial gesammelt hast, aber sobald du soweit bist, kannst du deine Ergebnisse einreichen. So, wir sind soweit. Die Kugel war im Schrank. Jung meinte, sie gehört zu einem Gewehr mit kleinem Kaliber. Ach Gott, die Stimme von ihm, Alter. Mein Hals fühlt sich gerade an. Ah, sorry. Also ich werde für ihn eine andere Stimme nehmen. Irgendeine bessere, die Stimmbänder nicht so ganz so rasiert. So, wir gucken uns jetzt nochmal hier ganz genau um. Und werden nochmal herausfinden. Also der kam von der rechten Seite, der Schuss. Der ist 300 Meter entfernt, das ist schon mal zu weit. Hotel Sakura. Sieht selbst aus der Entfernung ziemlich schick aus. 150 Meter. Und das wäre halt das Casino. Wahrscheinlich ziemlich laut dort. Ungefähr 200 Meter. Sie hat gesagt, sie kann das Casino ausschließen, da eine Feier ist. Sie hat gesagt, es dürften maximal 250 Meter gewesen sein. Und wir wissen, dass der Schuss aus der rechten Seite kam. Also wird es das Hotel Sakura sein. Und da bin ich mir relativ sicher. Ah, okay, da. Setzen wir uns auf die Couch und werden mal unsere Daten hier machen. Alles, was du untersuchst, wird hier gespeichert und nach Orten sortiert. Wir haben Spuren. Oh, Gera-Viertel. Benny. Außenminister Benny getötet von einem sauberen Kopfschuss. Schrank. Die Kugel muss durch die Wand in diesen Schrank gefeuert sein. Der Schrank ist abgesperrt. Kugel. Die Kugel war im Schrank. Jung meinte, sie gehört zu einem Gewehr mit kleinem Kaliber. Okay. Ich kann nicht nach unten. Ach, okay, ich muss nach rechts weiter. Hotel Sakura, okay, das ist das, was wir anscheinend alle schon namens Bavas. Ja. Ja, das ist alles, was wir schon gefunden hatten. Glossar, da wollten wir ja letztes Mal schon reingucken. Da werden wir jetzt die Zeit mal kurz nutzen. Die ein, zwei Minuten werden wir ins Glossar gucken. Gera, meine Heimat. Der Planet, von dem die Menschheit stammt. Und jetzt weiß ich auch, dass die Mira, also die das überlebt hat, den Prolog, das ist eine Savantin, so. Und die kam von New Joran. Drovia, der Planet, auf dem sich die garianische Kolonie Sektor 1 befindet. Die Bewohner fordern Unabhängigkeit. Millen, einer von Geras Monden, er wurde als erstes besiedelt und diente als Ausgangspunkt für die weitere Erkundung von Erschließung des Weltalls. Der erste Planet, der von der Menschheit kolonialisiert wurde. Diverse private Unternehmen haben dort ihre eigenen Mikrostaaten errichtet.
New Joran, der erste vollständig terraformierte Planet und die einzige Großmacht neben Gera. Hier wohnen die meisten Savianten außerhalb von Drovia. Die 6. Die 6 Planeten in unserem Sonnensystem, die für eine Kolonialisierung in Frage kommen. Gut, die Fraktion. Die Föderation, der einflussreichste politische Verband in unserem Sonnensystem. Gera, die Nationen Femus und Lor sowie einige Monde gehören dazu. Und die hatten ihre Kisten in Sektor 2 stehen. Ich wollte es ja nur mal noch erwähnt haben, das habe ich nicht vergessen. Und mich würde es nicht wundern, wenn in diesen Kisten Sprengsätze drin gewesen sind und diese baulichen Mängel einfach nur Vertuschung sind. CDI, das Central Department of Intelligence des Algerianischen Staats, es untersteht der Aufsicht der Justizministerin. Personen, Catherine Conrad, meine Ex-Frau, ich trage immer noch ihren Nachnamen. Laura Conrad, Conrad, meine Tochter, ich besuche sie nicht oft genug. Gary Long, mein Partner und unmittelbarer Vorgesetzter beim CDI. Joseph Banny, der Außenminister von Drovia, er kämpfte für die drovianische Unabhängigkeit. Ein Saviant wurde von einem Scharfschützen erschossen. Jung, eine meiner Kolleginnen beim CDI, sie ist unsere Forensikexpertin. Dann sind wir hiermit durch. Die Logs können wir ja mal einmal reingucken. Das sind einfach nur die Gespräche, die haben wir ja soweit drin wahrscheinlich. Also die, die wir jetzt brauchen. E-Mails haben wir keine neuen bekommen. Ansonsten haben wir nichts Neues bekommen. Die Zigaretten sind aufgefüllt. Löse die Akte, schaue dich um. Wir haben uns umgeschaut. Ich werde mich nochmal draußen umschauen, glaube ich. Vielleicht erkennen wir ja noch was. Also hier gerade nicht. So, das ist der Modus, der an ist. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwie ein Detail von hier. Aber ich glaube eher nicht. Nee. So, dann machen. Ah, da unten sehe ich auch, wenn der Modus an und aus ist, unten rechts. Gut. Dann können wir ja jetzt uns auf die Couch setzen und die Akte abgeben. So, der Schuss. Der Schuss kam von Hotel Sakura. Da bin ich mir recht sicher. Also, natürlich hier, wir müssen nochmal gucken. Die Logs. Ne, das Glossar. Ne, die Spuren, so. Kopfschuss, Schrank, zu einem Gewehr mit kleinem Kaliber, Hotel Sakura, 150 Meter. Das müsste es auf jeden Fall gewesen sein. Also ich glaube, war das Hotel Sakura. Da bin ich mir recht sicher. Einreichen. Ja, ich will einreichen. Rede mit Jung. Bevor wir mit ihr reden, haben wir noch andere was zu sagen, was Neues? Nein, leider nicht. So, Jung. Conrad, ich habe gesehen, dass du dein Ergebnis hochgeladen hast. Sag Gary Bescheid und frag ihn, wie wir weiter vorgehen. Wahrscheinlich solltest du zu dem Gebäude fahren. Alles klar, bis später. So, da können wir nicht mehr reden. Ach, ich würde am liebsten ihm jetzt einfach sagen, komm, nimm den Schmuck von der Leiche. Können wir das selbst machen? Ah Mann, das ist doch doof. Ich hätte ihm jetzt den Schmuck einfach gegeben. Ich meine, was interessiert uns der Schmuck? Mit der Leiche müssen wir jetzt auch nichts mehr machen, ne? So, wir müssen mit Gary reden. Da ist Gary. Und? Irgendwas Neues? Ja, der Schuss kam wahrscheinlich vom Hotel Sakura. Gute Arbeit, Conrad. Ich gebe Saito Bescheid, dass er das Gebäude abriegeln soll. Fahr schon mal rüber, ich komme so schnell wie möglich nach. Eine Sache noch, diese Bodyguards. Gib ihnen etwas Zeit, sie sollten bestraft werden. Nein, gib ihnen etwas Zeit. Die haben uns geholfen am Ende. Ich muss ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, aber dann haben sie mir geholfen. Ich finde, wir sollten sie erstmal in Ruhe lassen und sie morgen befragen, wenn der Schock nachgelassen hat. Seit wann hast du denn Mitleid mit drovianischen Extremisten? Ich habe ich nicht, aber das hier ist eine Ausnahmesituation. Wie auch immer, du solltest los. Bin unterwegs. So, dann wollen wir mal los. Erst auf dem Rückweg zum Zug fiel mir die obszöne Größe des Parks auf. Die Nacht war kühl und vermutlich nirgendwo im Stadtzentrum stiller als hier im Villenviertel. Es war einer der letzten Orte weit und breit, wo die Häuser nicht wie Bauklötze aufeinander gestapelt worden waren. Mein Kopf war ungewöhnlich klar und ich wunderte mich über einen plötzlichen Anflug von guter Stimmung. Im Nachhinein glaube ich, dass es vielleicht ein Gefühl von Sinnhaftigkeit war, das mich antrieb. So, dann werden wir uns hier noch eine smoken.
Gucken, wie hier die Aussicht aussieht. Hm. Das ist ja jetzt hier nicht so die geilste Aussicht, ne? Ich dachte, wir kriegen jetzt wieder so ein geiles Bild hier präsentiert, aber leider nicht. Schade. Dann will ich einmal noch gucken, ob wir oben eine rauchen können. Also, okay, da, ich denke mal, reden können wir mit gar keinem mehr. Können wir hier links auch noch eine rauchen vielleicht? Ne, hier können wir es nicht. Ich hätte gedacht, dass wir da auch noch eine smoken können, weil das ja auch so ein Abgrund ist. Leider nein. Können wir denn noch vielleicht mit dem ihm jetzt das freigeben? Nein. Versuch war es wert, geht aber nicht. Schade. Ja, sie sagt nur, wie konnte das nur passieren? Was ist das ja eigentlich? Was da steht, das kann ich nicht identifizieren. Na gut, gehen wir zum Zug. Die Kippe, die wir geraucht haben, die hat sich diesmal nicht gelohnt. Keine schöne Aussicht für uns. Schade. So. Und nach unten. Ich denke mal, jetzt beim Zug wird das auch gespeichert. Und dann können wir die Aufnahme auch dann beenden. So, da sind wir wieder bei dem Bahnhof. Und ab in den Zug. Ah ne, warte mal, wir kriegen den Anruf erst. Jung, was gibt's? Hör zu, Neil, die Polizei hat gerade einen anonymen Tipp bekommen. Der Absender hat nicht viel verraten, nur dass er im Hotel Sakura mit einer verdächtigen Person in Kontakt gewesen sei. Hm, warum so ein Geheimnis? Tuerisch. Weiß ich nicht, aber es sieht so aus, als hättest du das richtige Gebäude ausgewählt. Danke, Jung. Bis später. So, haben wir das richtige Gebäude gefunden. Sehr nice. Und praktischerweise fährt der Zug natürlich jetzt ein. So, gucken wir uns mal um. Fahren wir mit ihr mit. Können wir ihr ein bisschen Sicherheit vielleicht geben. Wir sind ja immerhin vom CDI. So, speichert. Sehr schön. Ich hoffe, der fängt jetzt nicht direkt wieder an zu sabbeln. Weil er hat gespeichert, wir werden die Folge jetzt hier beenden. So, geh ins Hotel. Das werden wir jetzt gerade nicht machen. Wir werden an der Stelle die Folge beenden. Und ich werde sagen, dass wir hier das nächste... Oder ich würde sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Wir werden dann auch hier die News lesen und alles. Und bis dahin, auf Wiedersehen.